Hi, ich bin Roland von Mobile Geeks und was wir hier haben, ist das Huawei Ascend Y550. Das ist das neue Einsteiger-Smartphone aus dem neuen Huawei Ascend Lineup, das auf der IFA vorgeführt wurde. Da haben wir auch schon einen Hands-on damit gemacht. Aber ich bin vorhin in den Mediamarkt gestiefelt und habe mir das Teil zugelegt, denn für 130 Euro ist das definitiv ein ziemlich gutes Angebot. Und warum, werde ich euch gleich noch sagen. Denn da drin steckt der neue Snapdragon 410. Das ist der erste 64-Bit-SoC von Qualcomm, der auch tatsächlich in den Markt startet. Und das Huawei Ascend Y550 ist eben auch eines der ersten Geräte, das mit diesem Chip ausgestattet ist. Wir haben also einen Quad-Core Cortex, ja. Also ARM Cortex Qualcomm in dem Fall hier drin. Das ist, wie gesagt, eine angepasste Architektur dann halt von Qualcomm. 64-Bit fähig, 1,2 GHz, eine Adreno 306 Grafikeinheit dazu. Ich werde damit auch noch ein paar Benchmarks machen dann. Da gibt es dann wahrscheinlich ein separates Video dazu. Aber packen wir es einfach mal aus. Wir haben außerdem 1 GB Flash-Arbeitsspeicher hier drin und leider nur 4 GB Flash-Speicher. Da hätte Qualcomm vielleicht doch ein bisschen mehr investieren sollen. Aber die Marge ist schon extrem knapp, denn dieses Gerät kostet nur 130 Euro. 129 ist die Preisempfehlung, um genau zu sein. Und es wird wahrscheinlich nur ein paar Wochen dauern. Und dann wird der Preis schon noch ein ganzes Stück gefallen sein. Und warum dieser Preis so günstig ist, sieht man hier schon auf der Front. Wir haben hier nämlich ein LTE-Modem mit an Bord. In dem Qualcomm-Chip steckt nämlich ein LTE-Modem mit drin, das bis 150 Mbit Downloadraten ermöglicht. In Deutschland natürlich dann immer alles relativ mit den hiesigen Netzbetreibern, die sich da wie üblich ja, sagen wir mal ein bisschen bescheuert anstellen, was die Drosselung immer angeht. Man spricht immer von viel Geschwindigkeit, aber am Ende passiert da nicht viel. Packen wir das Telefon mal kurz zur Seite und gucken weiter rein in die Box, bevor ich mich weiter über Netzbetreiber aufrege. Da haben wir hier das Headset, was es dazu gibt, ist ein ganz billiges, einfaches Headset. Einfach nur hier diese Standard-Ohrstöpsel. Da wird nicht viel Großartiges dran sein. Es gibt einen einzigen Knopf zum Annehmen von Anrufen. Und das war's auch schon. Schmeißt man am besten gleich weg. Wäre mein Vorschlag. Aber vielleicht kann es ja jemand gebrauchen. Auf jeden Fall nett, dass Huawei das dabei legt. Dann haben wir hier ein Micro-USB-Kabel, ein ganz normales. Dürfte ungefähr ja, 50, 60 bis einen Meter lang sein. Und dann haben wir das Netzteil. Und das Netzteil ist in dem Fall, wie stark? Ja, das ist ein 0,5 Ampere Netzteil. Nee, Quatsch, das ist ein Ampere Netzteil. Man sollte lesen lernen. Also, wir haben ein Ampere. Ist natürlich jetzt noch kein 2 Ampere Netzteil. Könnte also ein bisschen länger dauern, den Akku zu laden, der hier drin ist. Aber man kann ja jedes beliebige Netzteil nehmen, eigentlich, solange es nicht über 2,1 Ampere hinausgeht. Warum es ein bisschen länger dauern könnte mit dem Netzteil, ist eben, dass hier die Kapazität bei stattlichen 7,6 Wattstunden oder 2000 Milliampere-Stunden liegt. Also auf dem Niveau zum Beispiel des Moto G der ersten Generation. Das von der zweiten Generation hat, glaube ich, auch einen relativ gleich großen Akku. Wir gucken noch mal kurz nach, was wir hier noch haben. Da haben wir die Garantiekarte und den Schnellstartguide hier in Form dieses kleinen Büchleins. Und wir wagen es dann mal, den Akku hier einzusetzen. Ich habe das Gerät ehrlich gesagt schon für das englische Video eingerichtet oder im englischen Video eingerichtet. Dementsprechend wird uns dieser Prozess entgehen, sage ich jetzt mal, aber das macht uns ja nichts aus. Stecken wir das gut, den Akku da mal rein. Ich mache das Cover jetzt noch mal drauf, denn ich kann es sonst nicht einschalten. Und während das Ding hochfährt, gebe ich euch eine kurze Tour um das Gerät herum. Wir haben ein 4,5 Zoll großes Display hier verbaut. Das ist ein IPS-Panel mit einer relativ geringen Auflösung von 854 mal 480 Pixeln. Ist also einer der Punkte, wo Huawei den günstigen Preis herholt. Ist eigentlich ein ganz gutes Display. Die Helligkeit könnte höher sein, aber das sehen wir dann gleich auch nochmal. Da haben wir hier oben das Ohrstück am Gerät. Dann gibt es hier natürlich die Kamera auf der Front, das ist eine 2-Megapixel-Kamera,
Also eigentlich ganz in Ordnung. Und wie man sieht, startet es ja wohl mal extrem schnell, habe ich gerade festgestellt, wenn es dann erstmal eingerichtet ist. Der erste Start im englischen Video hat ein bisschen länger gedauert. Und da sieht man schon, dass die Helligkeit jetzt nicht die allerhöchste ist. Dafür sind die Farben ziemlich stabil, denn es ist, wie gesagt, ein IPS-Bildschirm, der hier verbaut ist. Geht also insofern in Ordnung. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ist natürlich, dass jetzt hier die Ränder um das Display der Preisklasse angepasst relativ breit sind. Da gibt es definitiv Geräte mit schmaleren Rändern. Aber das macht ja auch nichts, denn ja, dann wird das wahrscheinlich ein bisschen widerstandsfähiger sein, behaupte ich jetzt einfach mal. Am unteren Rand haben wir dann hier kapazitive Touch-Tasten. Wir haben also keine On-Screen-Tasten. Der relativ kleine Bildschirm, 4,5 Zoll, so klein ist das nun auch nicht, verschwendet also keinen Platz in Sachen Android-Tasten. Die sind allerdings auch nicht beleuchtet. Ist jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht unbedingt ganz praktisch, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, wird das Ganze dann schon auch im Dunkeln noch ganz gut funktionieren. Die sind ja immer an denselben Stellen, also der Home-Button in der Mitte, Rechtsmenü und links geht's zurück. Oben gibt es dann nur noch das Logo und das Ohrstück, wie gesagt. An der linken Seite ist das Huawei Ascent Y550 ziemlich kahl. Am oberen Rand gibt es den 3,5 mm Klinkenanschluss. Auf der rechten Seite geht es weiter mit der Lautstärkewippe und dem Ein- und Ausschalter. Interessanterweise trotz des 4,5 Zoll großen Displays oder relativ kleinen Displays, sage ich jetzt mal, an die Seite gewandert und auch ziemlich weit unten. Ist also ein Gerät, was sich wahrscheinlich unter anderem auch an die weibliche Kundschaft richten wird. Am unteren Ende gibt es dann noch den Micro-USB-Anschluss in Standardgröße und natürlich das Mikrofon. Irgendwie muss man ja in das Telefon auch reinsprechen können. Das Gerät ist 9,5 mm dick, habe ich gerade festgestellt, und wiegt 153 Gramm, ist also schon relativ kräftig, sage ich jetzt mal, für seine Größe. Auf der Rückseite gibt es dann hier noch den Lautsprecher, der ein bisschen unpraktisch positioniert ist da unten in der Ecke, aber Huawei lässt da so einen kleinen Steg, weiß nicht, ob man das auf der Kamera sehen kann, ja, damit der Ton noch nach außen dringen kann, immerhin. Und hier oben sitzen dann noch ein LED-Blitz und die dazugehörige 5-Megapixel-Kamera. Man kann also damit auch im Dunkeln fotografieren. Gibt ja andere Hersteller, die sparen sich den Blitz in dieser Preisklasse. Und wie gesagt, 121 Euro ist doch mal eine ziemliche Ansage. Das Display hat mir, wie gesagt, ganz gut gefallen, wenn auch die Helligkeit jetzt nicht unbedingt die allergrößte ist. Und wir werfen noch einen kurzen Blick hier rein. Da haben wir hier, wie gesagt, nochmal den 2000 mAh Akku. Und hier sitzt der Micro-SD-Karten, nee, das ist wieder der SIM-Karten-Slot. Eine Micro-SIM gehört da rein. In Deutschland wird es dieses Gerät vermutlich nicht als Dual-SIM-Version geben. Wie immer sehr schade bei Huawei, aber da muss man halt seine Verhältnisse zu den Netzbetreibern wahren wahrscheinlich und bringt deswegen zumindest in der Ascent oder in dieser Serie, die jetzt gerade neu startet, die Geräte erstmal nur mit einer SIM-Karte auf den Markt. Es gibt auch noch einen Haufen Huawei-Geräte natürlich mit Dual-SIM. Da ist dann eben dieses Gerät gerade mal raus. Dazu gibt es dann hier den Micro-SD-Karten-Slot und der wird auch bitter nötig sein bei dem Gerät, denn hier sind nur 4 GB Flash-Speicher an Bord. Wie gesagt, spart Huawei sich da dann auch noch ein paar Cent bzw. Dollar. Und warum der relativ wichtig sein dürfte, das sieht man, wenn man in das About-Menü geht. Da zeigt sich dann nämlich einmal, dass hier Android 4.4.4 läuft. Die Oberfläche ist natürlich die Huawei Emotion UI 2.3, aber der Telefonspeicher. Es bleiben von den 4 GB und das Gerät ist noch komplett leer, nur 1,34 GB übrig. Ist also schon mal sehr, sehr knapp bemessen und da muss auf jeden Fall eine SD-Karte rein. Ist eben nötig und lässt sich in dem Fall dann auch nicht vermeiden. Für meine Benchmarks werde ich wahrscheinlich dann auch gleich die SD-Karte reinschmeißen dürfen, denn es wird einfach mal nicht reichen, um damit, ja, sage ich jetzt mal, drauf loszuarbeiten bzw. darauf los, zu nutzen. Und wir machen noch ganz kurz einen kleinen Kameratest und da hatte ich eben schon die großartige Idee, die Kamera auf die gespiegelten Poster an meiner Wand hier fokussieren zu lassen. Denn da sieht man dann, dass die Kamera gar nicht mal so schlecht ist. Für eine 5-Megapixel-Kamera liefert die nämlich relativ gute Ergebnisse. Mein Zimmer hier ist jetzt nicht unbedingt super hell ausgeleuchtet. Es ist schon relativ starkes Rauschen zu sehen. Aber
Insgesamt doch gar kein so schlechtes Ergebnis, würde ich jetzt mal sagen, bei der Kamera des Huawei Ascend Y550. Ja, das war ein kurzer Blick und ein Unboxing natürlich des Huawei Ascend Y550. Das erste Smartphone in Deutschland so ziemlich mit dem Snapdragon 410 64-Bit-SoC von Qualcomm. Und ich war Roland für Mobile Geeks. Wenn euch das gefällt, was wir bei uns auf dem Kanal machen, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert den Kanal bitte schön und folgt uns auf Twitter, Facebook, Google Plus und inzwischen auch auf Instagram. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann.